Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Rezu. Ich bin Rezu und da komme ich definitiv nicht rechtzeitig an. Wie ihr sehen könnt, haben sich hier Dinge verändert. Es gab einen Patch mit ein paar Veränderungen. Das ist definitiv ein positiver Punkt dieses Spiels, dass es eben immer noch weiterentwickelt wird. Ich meine, sie haben ein paar bezahlbare DLCs drin, aber es gibt eben auch eine Menge Patches, die für jeden sind. Was gut ist. Denn das Spiel ist nicht so rausgekommen, wie ich es mir erhofft hatte, aber es geht in die... Da hatte ich einen kleinen Hänger. Was wollte ich sagen? Ja, geht in die richtige Richtung, habe ich zu Ende gesprochen, ne? Okay, was machen wir? Wir überfallen die Jünger von Anu. Ja, das machen wir. Und zwar in die Zuflucht der. Das ist nicht gut. Aber wirklich was gegen machen können wir gerade nicht. Handeln, ich möchte mal kurz gucken. Nee, handeln ist gar nicht das Richtige. Zufluchtinfo. Ist das hier ein... Ist das ein Priester oder ein... Ja, das ist ein Priester. Wir brauchen mehr Materialien. Wir kaufen uns diesen Priester, bevor wir angreifen. Ich weiß, moralisch fragwürdig. Aber ich habe keine Moral, deswegen ist das in Ordnung. So, wunderbar. Wir haben einen weiteren Priester. Den wir am besten direkt hier hinbringen. Ne, Moment, da ist gar kein Trainingszentrum. Hier ist ein Trainingszentrum. Yay, mehr Pandorana, beziehungsweise mehr Pandorana-Arten. Der C-Alpha A2, der Chiron 5 ist es. Eine weiterentwickelte Chiron-Spezies, die Säurewürmer artillerieartig abschießt und mit ihren verstärkten Gliedmaßen auch Schäden im Nahbereich zufügen kann. Es ist ratsam, sie schnell aus der Entfernung auszuschalten. Ja, schnell, weil das so einfach geht bei Chirons. Wie der Nahkampf läuft, haben wir ja festgestellt. Und die Skyla Nocturna. Weil wir unbedingt mehrere Arten von Skyla brauchen. Die Sky Alpha 2, eine Skyla Subspezies, die organischen Schleim aus ihrem Kopf ausstößt. Oh, na toll, dann können wir uns nicht mal bewegen und vor ihr wegrennen. Die Substanz schränkt die Bewegung im Gelände ein und fügt bei Kontakt möglicherweise geringfügige Schäden zu. Das Exemplar ist auch in der Lage, Nebel durch Organe auf seinem Rücken abzulassen und Mindfäger aus seinem Unterleib zu erzeugen. Ja, also das gleiche wie vorher, bloß jetzt noch zusätzlich mit Schleim. Moment, nee, hier steht nichts von Schleim. Stand da nicht eben Schleim? Spuckerkopf. Also, ja, da kommt der Schleim her. Ja, allerdings, wir können den Kopf kaputt machen. Auch wenn er 50 Rüstung hat. Okay, schnell, schnell, schnell hin. Warum haben wir hier eigentlich immer dieses Feuersymbol? Wir feuern doch gar nicht. Oh, Moment mal. Das klappt tatsächlich. Ja, da wurde geschrieben, dass sich das alles ein bisschen verändert und jetzt besser sein soll. Okay, es sieht auf jeden Fall sehr anders aus. Wir haben alles in einem Bildschirm, das ist gut. Eine Gedenkstätte. Da ist aber nichts. Wahrscheinlich kommen erst Leute jetzt dazu. Da haben wir unsere Sicherheitsverwahrung. Crabman, Fishman, Siren. Ha, da steht nicht mal Artron. Nur Crabman. Okay. Rekruten. Bringt uns nichts. Wir müssten die Ausrüstung kaufen. Deswegen ist das ein bisschen doof. So, ich wollte zu dem hier. Kann ich den irgendwie... Der ist auf dem Anti... Nee. Ich schätze, ich muss in den Personalbildschirm dafür gehen. Oh, okay, hier haben wir direkt auf... Das ist hilfreich, definitiv. So, Warde, du gehst ins Phoenix-Lager 2. Wo du trainieren darfst. Während wir deine Heimat angreifen. Pandoranische Telepathie-Knoten fertig, sehr gut. Der telepathische Knoten oder T-Cluster, der bei verschiedenen Autopsien entdeckt wurde...
entdeckt, jedoch als Tumor abgetan wurde, bestimmt in Wahrheit wesentlich, wie das Pandora-Virus seine Opfer kontrolliert. In der Großhirnrinde gelegen, kann dieses Cluster von Pandora-Virus erzeugten Neuronen das Verhalten des Opfers radikal verändern und sein Einfühlungsvermögen vollständig überlagern. Noch bedeutsamer ist, dass wir über empirische Belege darüber verfügen, dass der T-Cluster in der Lage ist, seine Signale über große Entfernungen hinweg zu senden und zu empfangen, ähnlich wie bei der Telepathie. Festgehalten werden sollte, dass die Größe des Clusters von der Art des Pandoranas abhängt. Atron, Triton und Chiron besitzen winzige, beinahe unsichtbare Knötchen, während die von Siren und Skylas weit ausgeprägter sind. Und ja, Skylas sind auch wesentlich größer. Aber Siren nicht. Die eigentliche Frage, die beantwortet werden muss, lautet jedoch, wird der T-Cluster lediglich für die Kommunikation zwischen Pandoranern verwendet oder empfangen sie Anweisungen von einer externen Macht? Neue Forschung verfügbar. Oh, außerdem Kontrolle. Unsere Forschung hat erneut für Kontroversen gesorgt. Für Nigerico kommt die Existenz des Telepathieknotens nicht überraschend. Sie haben Infektionen immer als Angriff auf den menschlichen Willen angesehen. Sie haben die Infektion wahrscheinlich eher. Mit Artikel würde es eben... Weil sonst jede Infektion als Angriff auf den menschlichen Willen, das wäre etwas verrückt, selbst für Tobias West. Dadurch haben sich aber ihre Beziehungen zu den Jüngern von Anu verschlechtert, da sie jetzt der Meinung sind, die Jünger würden die Menschheit nicht nur verderben, sondern auch versklaven wollen. Für Sinedrion war es ein großer Schock zu erfahren, dass die Pandoraner wirklich von einer externen Macht gesteuert werden. Für die polyphonische Tendenz bedeutet dies, dass eine Koexistenz nicht mehr so einfach ist. Die Pandoraner-Kreaturen müssen zuerst befreit werden. Aber die Terraformer argumentieren, dass dies naiv sei. Die Aufgabe bestünde darin, die Kontrolle über die Erde zu übernehmen und nicht die außerirdische Eindringlinge zu romantisieren. Ja, die Jünger haben unterdessen eine offizielle Erklärung der Erhabenen veröffentlicht, was nur äußerst selten vorkommt. Sehet, unser Volk hat tief aus den Wassern des Lebens getrunken, und doch sind sie frei. Unser Weg führt nicht in die Versklavung, sondern zur Befreiung von den Fehlern des alten Fleisches. Nigericos Haltung zu den Jüngern von Anu minus 5, die Jünger von Anus Haltung zu Phoenix Project plus 2. Das ist ja nett. Ich weiß nicht warum, aber Terrorwächter brauchen wir gerade nicht. Projekt Domovoy. Wissenschaftler, die sich der polyphonischen Tendenz angeschlossen haben, haben ein System für einen besseren Schutz der Zufluchten durch den Einsatz von Infraschall-Emittern verarbeitet, die die pandoranische Kommunikation stören können. Feindliche Basen in Reichweite von Nebelabwehranlagen erleiden eine Verringerung von 20% der globalen Angriffsstärke. Das klingt nicht schlecht. Allerdings, angeblich haben wir... Ach, die machen das ja selbst. Da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Angeblich haben wir eine neue Forschung freigeschaltet, aber... Ich sehe hier keine. Oder das war wirklich... Nee, eigentlich sollte es nicht zufällig nur Domovoy gewesen sein. Ja, aktive Pandora-Strukturen eine, aber da kommen wir nicht so einfach ran. Forschung abschließen. Oh, doch, Projekt Domovoy sollen wir abschließen. Ha. Antediluvianische Protozivilisation erforschen. Das ist gerade ganz vorne. Ja, okay. Das ist in Ordnung. So. Zufluchtinfo. Wir müssen mal kurz überfallen. Nahrung erbeuten. Nahrung will ich nicht. Nahrung ist das, was ich nicht brauche. Ja, stimmt. Das ist das Problem mit den Jüngern von Anu als Ziel. Die haben nichts Sinnvolles. Ich meine, Forschung haben sie. Das wäre doch auch was. Warum steht hier eine 41%? Also, weil das wahrscheinlich die Scan-Reichweite ist, die sie hier bisher abgedeckt haben. Hier könnte ich immer einen Tech klauen. Ich will bitte zurück. Seid bestrebt, etwas zu erreichen. Vielleicht sollten wir Neu-Jericho angreifen. Obwohl, machen wir das hier. So, Zuflucht. Ein Stierfluggerät? Nein. Ich meine, ein zusätzliches Fluggerät könnte praktisch sein, aber... Nee, was wir brauchen, sind Materialien. Überfall. Alarm keiner Gefahrenstufe Mittel. Minus 6 bei Neu-Jericho, also... Aber damit kommen wir klar, ne? Mission starten. Und jetzt sollten wir uns mal angucken.
Einheit bearbeiten. Ah, gut. Ja, du hast noch Platz. Ein bisschen Platz, also nicht wirklich. Du hast ein bisschen. Ja, wir brauchen mehr Stärke auf jeden Fall bei unseren Leuten hier. Nee, muss reichen. Habe ich irgendwo noch Soldaten-FP übrig hier? Und was ist hier? Nee, auch nicht wirklich. Dries kann immerhin ein bisschen zusätzliche Stärke bekommen, um mehr Zeug zu tragen. Das ist doch schön. So, dann Materialien arbeiten. Los geht's. Okay. Ist natürlich nicht sonderlich freundlich von uns, jetzt unsere Verbündeten anzugreifen. Okay. Wir haben jetzt hier die Anzeige, wenn wir... Ah, okay, wenn wir jemanden auswählen. Ja, okay, das hier ist wesentlich deutlicher jetzt. Okay, 12 Pakete. Inventar. Okay, wir können auf das Inventar von hier aus jetzt zugreifen. Wo ist das Fliegen? Warum? Oh, verdammt. Das ist keine Phoenix-Rüstung. Deswegen auch kein Fliegen. Aber wir haben jemanden, der fliegen kann. Okay, lauf erst einmal hier hin. Vielleicht reicht's dann aus. Ne, kein Stück. Okay, du läufst erst einmal hier hin. Ein Materialpaket. Sehr schön. Außerdem nehmen wir das mit. Und das auch alles. Weißt du was, Wildcard? Du darfst trotzdem fliegen. Geh da oben hin. Das sammeln wir dann im nächsten Zug ein. Oh, nicht alles davon. Das ist eine ganze Menge Zeug. Okay, wo? Dort. Oh, das ist ungünstig. What's our plan? Ja, was ist unser Plan? Das ist eine gute Frage. Den da können wir nicht so einfach erwischen. Okay, das hier sieht doch nicht schlecht aus. Ready to fire. Reinzoomen. Okay, das ist alles sehr, sehr ungewohnt. Gut, das hat noch nicht so viel gebracht. Du gehst bitte hier hin. Wie viel Windskraftpunkte haben wir hier? 6. Oh. Könnte man recht schnell übernehmen. Allerdings, Griffin ist natürlich auch nicht so perfekt vorbereitet. Ne, das wird so nichts. Dann, falls da was rauskommt, bitte aufpassen. So, und du läufst dann noch hier hin. Zwei weitere Pakete, sehr schön. Oh, nicht genug Aktionspunkte. Mache ich dann demnächst. Da oben wäre noch was. Dann gehen wir mal hier hin. Hoch komme ich noch nicht in diesem Zug. Und nicht ideal, aber naja, was soll's.
must see the suckers. Hostiles in sight. Okay, das ist eine schwere Truppe. Die sind gefährlich. Oh Gott! Das ist aber nicht freundlich. Das könnte eventuell direkt unseren Priester auch noch erwischen. Oh Gott! Gegen den Armadillo wollte ich jetzt wirklich nicht kämpfen. Hoppala. Ja, ungewohntes. Ungewohnte. Ansicht. Nee, nochmal geht nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier vom Feuer weg. What's our plan? Unser Plan ist erst einmal, dass du den da aus, die da ausschaltest. Entschuldigung. So, sehr schön. Außerdem haben wir hier Zeug. Achso, nee, das haben wir schon eingesammelt. Geh mal hier noch in die halbe Deckung, falls da Schüsse vom Armadillo kommen. Du gehst... Ja, hier hin. Wir müssen was gegen den da hinten machen. Und die zwei Pakete hier einsammeln. Nee, du läufst hier hin. Upsi. Das ist höher, als du eigentlich solltest. Achso, nee, okay. Bin auf der richtigen Ebene. Alles gut. So, du gehst hier hin, um dich dem Armadillo zu stellen demnächst. Zooming in. Attack successful. Na, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Definitiv nicht genug. Da dürften wir uns jetzt nicht mehr so viel bewegen dürfen. Ready to engage. Na dann, wir zoomen rein, damit wir es ein klein bisschen besser hinkriegen. Oh, wunderbar. Und ja, ein bisschen Schaden gemacht, aber definitiv nicht genug. So. Aua. Es wird langsam Zeit, hier zu heilen. So, wunderbar. Ha, das Feuer kommt bedrohlich nah. Hoppala. Ah. Ja, ich muss reinzoomen. Das ist etwas, was ich erst noch lernen muss. Wenn wir... Achso, nein. Funktioniert ja so nicht. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass wir die kleinen Leute nur mehr, noch haben. Aber das Geschütz auszuschalten, das sollte funktionieren. Identifying target. Wunderbar. Du läufst bitte hier hin. Theoretisch könnte der uns noch umfahren, aber ich weiß nicht, ob er das versuchen wird. Du gehst mal bitte hier hin. Du darfst vorstoßen. Achso, Moment, du kannst ja gar nichts mehr einsammeln. Dann hoffen wir, dass du da jetzt nicht überfahren wirst.
Hast du noch Zeug? Ja, du bist voll beladen. Das. No time to waste. Dorthin bitte. Also nicht, ob sie noch Zeug hat, sondern ob sie noch Platz für Zeug hat, war die Frage eigentlich. Ich kann nur leider nicht reden. Meins. Außerdem ist das meins. Wir haben ein bisschen panzerbrechende Munition bekommen. Das ist nicht schlecht. Und du läufst mal bitte bis hierhin. Vom Feuer weg. Du machst nichts weiter und weiter geht's. Wenn alles gut läuft, fährt er jetzt einfach weg, weil er nicht mehr schießen kann. Und es sieht aus, als würde es gut laufen. Wunderbar. Das Feuer breitet sich hier weiter aus, was nicht positiv ist. Ja, hier haben wir nicht mehr wirklich viel Platz, aber wahrscheinlich noch genug. Oh, oh. Okay, da ist ein neuer Scharfschütze dazugekommen. Hier müssen wir mal den langen Weg gehen. Making haste. Channel open. Advancing. So, wenn der andere. Moment, das hat ja gar keinen Sinn ergeben. Den Vorteil mit den Aktionspunkten habe ich ja gar nicht dann. Du hast noch nichts eingesammelt, ne? Nee, du hast sogar noch Gewicht verloren, seitdem du reingekommen bist. Weil du ja das Medikit benutzen musstest. Okay. Cory hat keinen Platz mehr, stimmt. Du gehst mal hier rüber. Hier haben wir die volle Deckung. Ein bisschen den Scharfschützen tanken. Hast du noch Platz? Nein. Dann kannst du dich langsam auf den Weg zurück machen. Allerdings schön in Deckung bleiben. Was in deinem Falle bedeutet, du gehst hier hinten lang. Double time. So, du hast aber noch Platz. Dich habe ich extra hier dafür hierher geschickt. Du läufst bitte. Ja, hier würden wir nur eine halbe Deckung bekommen. Hier haben wir eine halbe Deckung in einem besseren Winkel, weil... Obwohl, Moment, wenn der Scharfschütze... Ne, der Scharfschütze kann nicht so viel laufen. Das heißt, das ist in Ordnung. Und noch ein bisschen neue panzerbrechende Munition. Sehr schön. Nein. Inventar war schon richtig. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir auch wirklich das Zeug eingesammelt haben. Wunderbar. Und tschüss, Armadillo. Zug ist vorbei, okay. Das Feuer hat aufgehört, das heißt, ich hätte hier gar nicht den riesen Weg laufen müssen. Dann gehst du hier hin. Schön in Deckung bleiben wegen des Scharfschützens. Und du kannst gucken, ob du den Scharfschützen erledigen kannst. Oder zumindest belästigen kannst. Das hat nicht geklappt. Moving to position. Das wäre eine noch geringere Chance. Also gehst du mal hier hin. Guckst, was wir hier so haben. Naja. Ein Gewehr. Immerhin. Du kannst hier nicht wirklich was machen. Du bleibst schön dort. Dich schicke ich hierhin, um Zeug einzusammeln. Nicht schlecht, ein paar Medikits.
Ein bisschen Munition, die wir verschrotten können. Oh, nicht genug Aktionspunkte. Müssen wir im nächsten Zug machen. Du hast schon eingesammelt? Ja, wunderbar. Unser Profi darf sich um diese Person hier kümmern. Wenn wir den Arm ausschalten, ist die ja nicht mehr so gefährlich. Und wir haben den Rumpf ausgeschaltet, aber ja, ist tot. Das heißt, auch nicht mehr so gefährlich. Du hast keinen Platz mehr, oder? Ah, doch, ein bisschen Platz noch. Das reicht für Materialienpakete. Sprinting to position. Join New Jericho. Dabei sind wir jetzt gerade nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt auf die Werbung hier bezogen. Ich vergesse ab und zu mal, dass der Cursor nicht zu sehen ist. Aus irgendeinem Grund in der Aufnahme. Ich weiß nicht warum. In anderen Spielen habe ich das Problem nicht und... es ist seltsam. Ich habe bisher keine Lösung dafür gefunden. Channel open. Und... ja, okay, zumindest das Materialienpaket bekommen wir hier. Natürlich können wir nicht alles einsammeln, aber wir können genug einsammeln. No rest for the wicked. Moment, Driesfield hat doch gar nichts, ne? Das ist... ja. Nicht, dass ich hier die falsche Person lossende. Und noch ein Stück weiter. Jetzt sollte es wirklich nur noch einsammeln sein. Dashing ahead. Redder hat auch noch nichts eingesammelt, ne? Ich sollte nachgucken, bevor ich die Leute hinschicke, um Zeug zu holen. So, wunderbar. Und du darfst zurücklaufen. Ganz langsam und gemächlich, jetzt wo du voll beladen bist. Du hast keine Aktionspunkte mehr. Du bist voll, das heißt, dich schicken wir schon mal hier hin. Noch nicht weg, für den Fall, dass wir Verstärkung brauchen. Du bist voll. Du bist voll, okay. Kann trotzdem noch so weit laufen. Ja, unsere Elite. Du kannst nichts machen. Ich lasse dich hier, damit du Deckung geben kannst. Ein neuer Soldat. So, was haben wir hier Schönes? Das brauchen wir. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Und der Rest hat nur Verschrottwert. Aber Verschrottwert ist immer noch wert. So, das haben wir eingesammelt. Hier müssen wir noch Zeug einsammeln. So. Und... ja, das nehmen wir noch mit. Ja, wir haben alles eingesammelt. Wir können zurück. Beeilt euch, Leute. Bevor die unsere Gesichter erkennen. Du bleibst noch hier. Ja, der sollte eigentlich kein wirkliches Problem sein, selbst wenn wir nicht in Deckung stehen. Ist er zu weit weg. Okay, du läufst erst einmal hier hin. Weiter kommst du eh nicht in diesen Zug. Ja, wir auch auf dich. Also, ich weiß gar nicht, warum der sich freut, dass er uns sieht. Ja, wir können uns... ah, wir können hier nicht wirklich schießen, weil wir zu doll beladen sind.
und zu viele Aktionspunkte direkt dafür verbrauchen dann. Also fürs Laufen. Hab mal Angst. Tempest, I quit. So, wunderbar. Du läufst. Erst einmal hier hin. Du läufst schon mal hier hin. Ja, du läufst soweit du kannst. Auf Deckung müssen wir momentan nicht achten. Wir haben ein klein bisschen überzogen in der Folge gerade, aber dadurch, dass wir wirklich nur noch weglaufen hier, hat es nicht viel sinnvoll, eine neue Folge dafür anzufangen. Lauft, lauft, lauft. Der läuft auch. Okay, ich würde sagen, langsam evakuieren wir mal. Moving to position. Schön laufen. Und es gibt kein gültiges Ziel dafür gerade. Okay. In diesem Falle läufst du mal hierhin schon. Ich nehme an, der ist tatsächlich zu weit weg. Oder man kann die gleiche Person nicht mehrmals hintereinander paniken. Du darfst wegrennen. Du darfst wegrennen. Und dich lasse ich tatsächlich noch hier. Aber du darfst schon mal ins Fluchtfeld gehen. Engaging the enemy. Aua! We will take back this planet. Hey, ich komme von diesem Planeten. Aua. Das ist nicht freundlich. Hm. Komme ich nicht ran. Wie es aussieht. Okay. So, hier sollten wir nicht mehr getroffen werden können. So, zur Sicherheit. Heilen wir mal. Unerwartete Dinge können eintöten. So. Ja, du machst mal wieder herstellen. Vielleicht liegt es auch daran. Moment mal. Windkraftpunkte 11. Das hat eben 3 gekostet und der hat 10. Ja, okay. Deswegen konnten wir das nicht machen. Gut, du ziehst dich mal zurück. Und haben wir noch irgendjemanden jetzt hier? Nee, du gehst noch einen Schritt nach vorne. Die Deckung hätte jetzt eh nichts gebracht gegen den da. Also. I see you. So, gibt immer noch kein gültiges Ziel. Warum nicht? Weil ich ihn nicht sehe, denke ich. Kann ich ihn jetzt sehen? Und einmal Panik für den. Wunderbar. Und der Rest darf weiterlaufen. Und tschüss. Und weiter geht's. Tactical break. Wir wollen Nojoko ja auch nicht zu sehr schwächen, ne? Und weg sind wir. Okay, einiges an Erfahrung. Natürlich die FP, die gerade Gold wert sind. So, dann sehr viel Munitionszeug und 1200 Materialien. Minus 6 bei Nojaiko, minus 15 bei der Zuflucht. Das ist
vertretbar. Die sind immer noch wohlwollend. Ja. Das könnte uns geholfen haben, jetzt uns wieder ein klein bisschen zu erholen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder erst einmal kurz abwarten, bis wir... Oh! Haben wir hier keine Heilstation? Offenbar nicht. Immer schön zusammenbleiben. Außerdem ist hier ein Trainingszentrum. Das gibt noch zusätzlich gratis Erfahrung. Das ist schön. Und fertig. Fast fertig. Ist fertig, wenn ich das nächste Mal die... Ha, so. Oh, immer noch nicht. So, jetzt aber. Gut, also. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.